Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB Verse Report. Ja, ich habe den Wiesen heute mit dabei, der leistet der Cecilia Schützenhilfe, denn Cecilia hatte vor kurzem einen Reitunfall, die ist vom Reittier gestürzt und dementsprechend leider noch in der Rekonvaleszenzphase. Auch von daher leistet Wiesen heute hier für sie den Ersatz. Vielen Dank dafür. Selbstverständlich. ja, und auf jeden Fall ist sie dann bald wieder für euch da. Sie wird sich versuchen, so schnell wie möglich zu erholen. Also besser bei Star Citizen bleiben, als das Reiten anzufangen. Ja, es sei denn, ist, wie du vorhin so schön sagtest, es war im Gosch-System irgendwo. Und beim Ausritt. In-game, ja. Da kann weniger passieren. Also von daher, liebe Grüße an euch alle da draußen und sie wird bald wieder hier auch vor der Kamera stehen. In diesem Sinne gehen wir aber direkt weiter und zwar zu unserem Hot Topic. Ja, und was war das wohl? Also natürlich ganz weit vorne ist jetzt die Free Flight Week, wo wir alle flyable Schiffe testen können und natürlich der extrem schnelle Patch 2.22, der jetzt rausgekommen ist, der uns wirklich überrascht hat am Wochenende. Ja, so war's. Der hat einige Bugfixes mitgebracht, insbesondere Eigner der Origin Series, der 300er Serie, werden sich freuen, dass sie ihre Schiffe jetzt wieder benutzen können. Außerdem gab es dann auch noch einige Server-Lags und ähnliche, diese Desync-Probleme, die da gefixt wurden. Das war also vor allem der Inhalt von 2.22, keine neuen Features. Ja, aber Free Flight Week, großes Stichwort. Sehr großes Stichwort. Vor allem haben wir die Möglichkeit, die Skies zu testen dabei. Mhm. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr seltenes Schiff, vielleicht das seltenste überhaupt im Spiel. Das können wir jetzt alle testen und auch die Mustang Omega als Racer ist drin. Das heißt, jeder, der noch nicht bis jetzt im Spiel dabei war, kann jetzt die Chance nutzen und mal alle Schiffe durchtesten. Und zwar kostenlos. Das heißt, das Einzige, was ihr bzw. eure Freunde, die ihr mit Star Citizen infizieren wollt, machen müsst, ihr müsst auf die RSI-Seite gehen. Der Link dazu ist übrigens auch dann in unserer Videobeschreibung drin. Einfach raufklicken, Account erstellen und eine Woche, nämlich genau bis zum 20.03., das heißt nächsten Sonntag, kostenlos alle Schiffe testen, die flight ready sind. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne dann unseren Referral-Code benutzen und dann haben wir auch noch einen kleinen, ja, Vorteil davon. Genau, einen kleinen Benefit, den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Also von daher würden wir sagen, happy testing und zieht ein paar Kumpels mit daran, damit das Spiel voller wird. Und dann hatten wir noch einen anderen Hot Topic und das ist nämlich unsere CrashCon hat stattgefunden, war ein Riesenerfolg. Wir waren in einem kleinen Schullandheim sozusagen und hatten schon so eine Idris Atmosphäre mit Stockbetten. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Leute da draußen, ihr wart super. Es war eine tolle Veranstaltung. Wir hatten einen Riesenspaß. Die erste CrashCon überhaupt. Und wir freuen uns darauf, das in Zukunft fortsetzen zu können. In jedem Fall. Und übrigens, da fällt mir gerade ein, auch nochmal kurz aus der Kamera raus, herzlichen Dank an unsere Freunde von der Swiss MP, die uns extra dafür eine Flasche Wein hingestellt haben. Mit Conny drauf. Mit der Conny drauf ist das cool. Herzlichen Dank, Leute. Das war echt eine coole Aktion. Sehr schön. So. Und von da aus geht's dann direkt weiter in unsere Weekly Updates. Und das erste, was da natürlich immer an vorderster Stelle kommt, ist Around the Verse Episode 222. Ja, und was war das erste, was da vorne, was wir erfahren haben? Die schwere Marine-Rüstung wird nochmal überarbeitet. Die hat ihnen noch nicht ganz gefallen. Geht zurück in die Konzeptphase. Vielleicht war sie ihnen zu klobig oder zu schwer oder irgendwo zu unbeweglich. Die wird jetzt nochmal überarbeitet, das wird sehr spannend. Und ja, darüber hinaus wird bereits 2.23 getestet. Auch das ist schon echt spannend. Jetzt kommt mein Zeigefinger. 2.3 wird getestet. 2.2.3 ist es dann, ne? Nein, 2.3, der neue. Nicht nur 2.2, sondern 2.3. Das heißt, der richtig große nächste Patch wird getestet. Oh mein Gott. Darum ist es ganz gut, wenn wir es hier nochmal so betonen, denn es ist tatsächlich ja jetzt im Februar, vor kurzer Zeit erst, kam der 2.2 heraus und sie sind tatsächlich jetzt an dieser Stelle schon mal beim Testen von 2.3, das heißt dem nächsten wirklich großen Patch. Und da ist das Stichwort wahrscheinlich die Animation des Star, die nämlich auch in der finalen Testphase ist. Das heißt, da werden gerade alle Shots getestet, wahrscheinlich das Landefahrwerk, damit das Schiff dann auch beweglich sein wird. Ja, das wird großartig. Außerdem arbeiten sie bereits an dem Animationsset für die NPCs. Da wissen wir natürlich nicht, ist das schon ein Feature für 2.3 oder nicht. Kann man jetzt nur spekulieren. Aber es geht hier vor allem darum, dass die Läden wie die Astro Armada auf A-Corp, dass die G-Log-Bar, dass das ein bisschen bevölkert wird mit NPCs und wir vielleicht interagieren können. Und
du dir einen Drink bestellen kannst. Endlich, ein Vendo, weiß ich nicht, wie heißen die Drinks von Vendo? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ein Vendo Long Drink testen, so an der Bar wäre nett, mit dem Fighter Command sich da die Kante geben. Das ist dann möglich, da freue ich mich schon drauf. So ist es. Apropos Fighter Command, extra dafür trage ich heute hier das Fighter Command Emblem. Ich dachte, ich gebe mich mal so ein bisschen Joint Forces mäßig heute. Zu dir zu Ehren sozusagen. Weiter ging es dann übrigens in Richtung Persistenz, auch nächstes großer Meilenstein, dass es nämlich ein Persistent Universe wirklich wird. Das heißt, ihr loggt euch aus einer Session aus, spielt am nächsten Tag weiter und habt genau den gleichen Ruf, den gleichen Schadenszustand an den Schiffen, das Geld behaltet ihr und die Missionen sind erledigt. Da ist die nächste große Arbeit. Ja, und außerdem geht es natürlich mit Designerarbeiten weiter, ne? Der Kasaba Shop, Kasaba? Ist das richtig? Ja, Kasaba, Kasaba. Kasaba Shop, der wird jetzt ausgearbeitet, damit er dann persistent werden kann fürs Wirtschaftssystem, damit wir dort dann Handel treiben können. Da hängen sie immer noch die kleinen, ganz kleinen Sachen, die man dann da einkaufen kann, in die Regale rein. Ich stelle mir da die Developer vor, die dann so die T-Shirts falten. Und mache die Sales-Schilder ran. Genau so. Ja. Sehr cool. Ja, und außerdem gab es diesmal zwei neue Segmente, die jetzt Teil von Around the Verse sind. Das eine ist Wonderful World of Star Citizen, kannten wir schon als Extra-Format, ist jetzt Teil von Around the Verse. Ja, und da wurde ein Kollege von uns sozusagen vorgestellt, nämlich ein amerikanischer YouTuber, den ihr vielleicht auch schon kennt. Bored Gamer wurde dort gefeatured. Und der hat es tatsächlich geschafft, jetzt so weit vorzustoßen, dass er bereits davon leben kann. Und sein erfolgreichstes Video ist über 100.000 Mal angeklickt worden. Und er ist wahrscheinlich so prominent, dass auch die meisten von euch ihn kennen werden. So ist es. Schaut also mal in den Artikel rein. Da steht auch das Interview quasi mit ihm drin. Da steht so ein bisschen die Eckpunkte und ihr erfahrt mehr über Bored Gamer an sich. Ja, großartige Sache. Ich glaube, fast 40.000 Abonnenten hat er inzwischen. Also von daher herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Großartiges Ziel. Und wir haben ein neues, noch ein weiteres Format bei Around the Verse und das wollen wir euch jetzt auch mal kurz vorstellen. Das ist der Lore Makers Guide. Da werden nämlich jetzt die Sternsysteme und die Geschichte dahinter, die Geschichten zu den Sternsystemen erklärt von einer netten, sehr, sehr freundlichen Dame. Finde ich, macht sie auch sehr frech, hat mir sehr gut gefallen. So. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Format, was jetzt auch in dem Rahmen laufen wird. Cherry Heiberg heißt die junge Dame, die uns das vorstellt. Die stellt sich selbst als die Bibliothekarin des Archives vor und erzählt euch einfach ein bisschen und in diesem Fall in Around the Verse als erste Folge über das Horus-System. Trägt aber keine Brille, ne? Nee, trägt keine Brille. Sie sieht auch nicht wirklich aus wie eine Bibliothekarin, aber... Sitzt auf so einem Racing-Share sogar. Ja, genau. Hat mir sehr gut gefallen. Schaut es euch nochmal an, sucht die Stelle raus. Macht wirklich Spaß zuzuhören. So ist es. Außerdem gab es in Around the Verse eine Art Sneak Peek. Ja, und da gab es ein Video, einen kurzen Videoausschnitt zu den dynamischen Labels, also den dynamisierten, wenn man so möchte, Labels. Sah sehr spannend aus. Da bin ich gespannt, wenn sie es dann schaffen, die VR-Brillen wieder richtig zu integrieren. Das wird bestimmt sehr, sehr geil aussehen, wenn dann halt die Preise da auftauchen, Beschreibungen da auftauchen und vor einem schweben, gerade im Waffenshop. Das ist bestimmt ein geiles Feature. Und dafür ist der Sneak Peek da, also schaut da in jedem Fall mal rein. Weiter ging es dann mit Reverse the Verse. Ja, und da ging es als erstes um das nächste große Event, was wir kennen. Die was CitizenCon, ja, da werden die Tickets schon verkauft, beziehungsweise angekündigt ist der Verkauf demnächst. Das wird spannend, ist aber leider natürlich in L.A., das wissen wir ja alle schon. Das heißt, man wird jetzt am Freitag die Karten kaufen können. Genau, ab Freitag, den 18.03. könnt ihr die Tickets kaufen. Preis liegt bei $45. Aber bedenkt, wie gesagt, das Ganze findet im Avalon in Hollywood statt, das heißt in L.A. Und diese Veranstaltung, die dann auch einen Livestream haben soll, ist dann am 9.10.2016, das heißt am 9. Oktober. Ist ein großes Kongresszentrum, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Karte kostet $45. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, werden auch erst die Star Citizen Fans die Möglichkeit haben, Karten zu kaufen. Und dann wird der Verkauf generell geöffnet. So ist es, genau. Weiter ging es dann mit der Gamescom. Da gibt es noch keine Neuigkeiten. Wir müssen euch aber an der Stelle eine Neuigkeit erzählen, die jetzt schon seit einiger Zeit durch die Foren geistert. Denn es wird auf der Gamescom, so wie es momentan steht, und ich denke, da verändert sich auch nicht mehr was, wird es kein eigenes CIG Star Citizen Event geben. Das heißt, es wird einen großen Stand geben in der Kooperation mit Intel. Und das bedeutet, es wird eine richtige Gamescom-Roadshow sozusagen von Star Citizen geben. Aber das eigene Bäcker-Event, was immer am Freitag traditionell war, wird es dieses Jahr nicht geben. Ich spekuliere jetzt mal, dass da einfach eine gewaltige Tech-Demo laufen wird. Ich spekuliere noch weiter, wahrscheinlich Squadron 42, voll ausgefahren. Und ich hoffe, dass wir danach wirklich final auch die System Requirements haben werden und wissen werden, welche Prozessoren dafür ein Muss sind. So ist es.
als kleine Entschädigung dafür, dass es kein großes Event gibt, möchten wir noch dazu sagen, es wird dann jeden Tag, an jedem Abend über die Gamescom-Woche verteilt kleinere Events geben, ähnlich wie diese Bar Citizens, die es jetzt auch vor kurzem in Frankfurt gab, wo man dann sich eben mit den anderen Developern treffen kann, wo man sich in einem lockeren Kreis unterhalten kann, Fragen stellen kann und so weiter und so fort. Das als Update zur Gamescom. Genaueres wie, wo, wann, wissen wir allerdings noch nicht. Dann geht's weiter. Ganz, ganz wichtige Information für viele von euch. Die Vedima wird jetzt nochmal überarbeitet und auf den Stand gebracht, dass sie mit den anderen Aegis-Schiffen mithalten kann. Viele haben sich ja beschwert, von der Bewaffnung und von diesen ganzen Features ist dieses Schiff inzwischen nicht mehr konkurrenzfähig. Da wird jetzt viel passieren. Das heißt, da steht jetzt ja die Überarbeitung des Schiffs im Mittelpunkt. Ja, sehr, sehr wichtiges für alle, wo wir gerade bei den Schiffsupdates sind. Wir gehen weiter zur Caterpillar. Die taucht ja jetzt immer wieder auch im Monatsreport tauchte sie auf. Der liegt immer noch ein sehr, sehr starker Fokus aus dem LA-Office auf der Caterpillar. Das heißt, die soll jetzt wirklich vom Whiteboxing so schnell wie es geht ins Greyboxing und dann auch eben in die Hangars kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, von da aus gehen wir dann eine Kategorie größer, und zwar auf den Bengal Carrier. Der Bengal Carrier ist jetzt in der aktiven Produktion. Jetzt frage ich mich, wo sie anfangen, ob sie erst die Brücke bauen, ja, und dann halt Stück für Stück inverse das Schiff zusammensetzen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist in der aktiven Produktion. Das heißt, es soll jetzt vorbereitet werden für die Integration. Richtig, so als Gamer stellt man sich dann vor, dass die ganzen Developer da sitzen und eine ganze Flotte von Crucibles zusammensetzen. In Handarbeit, das Schiff montiert im Spiel in der CryEngine und dann ist es fertig und funktioniert. Nein, wahrscheinlich nicht. Apropos in der Engine und funktioniert. Ja, Starfarer hatten wir schon gesagt. Sie wird jetzt gerade aktuell für den Hangar fertiggestellt. Animationen war da dein Stichpunkt, was da auf jeden Fall dazu kommt. Sodass wir sie hoffentlich bei 2.3 dann wirklich erleben können. Ebenso das andere MISC-Schiff, nämlich die Reliant. Ja, das wird auch sehr spannend. Dann haben wir endlich das Second-Tier-Starter-Schiff spielbar vielleicht oder zumindest Hangar-Ready. Das ist auch ein Schiff, was, denke ich mal, sehr, sehr erwartet wird von vielen, vielen Käufern. Absolut. Und tatsächlich ist es so, dass erstmal wirklich die Basisvariante kommt. Sie werden also nicht alle Varianten gleichzeitig rausbringen, sondern es kommt die Basisvariante von der Reliant. Und wenn sie ihrem Plan treu bleiben, dann wird sie tatsächlich direkt Flight-Ready. Aber das ist noch Spekulation. Weiter ging es dann nochmal mit der Xi'an Scout, ja. Tja, die wird jetzt, die steht wirklich im Fokus und soll jetzt, die war ja vor kurzem erst Hangar-Ready geworden, die soll jetzt auch Flight-Ready werden. Das auch relativ schnell, dass sie da, damit sie danach mit der Drake Interplanetary Herald, ja, ist richtig, ne? Ja, völlig starten richtig. Können in der Überarbeitung. Das heißt, sie fokussieren da ihre Kraft, um dieses Schiff jetzt Flight-Ready zu kriegen. Richtig. Tatsächlich muss ich mich da korrigieren. Ich hatte in einem der früheren Videos und glaube auch beim Monatsreport gesagt, dass sie jetzt schon die Ressourcen umverteilen und quasi nachdem die Hangar-Ready geworden ist, die Scout, jetzt schon auf die Herald rüber switchen. Das ist tatsächlich nicht so. Sie sind erst dabei, das Schiff wirklich Flight-Ready zu kriegen. Und dann geht's auf die Herald los. Da merkt man auch, dass es sehr ernst wird bei ihnen. Ja, diese Fokussierung auf Einzelschiffe, die dann wirklich komplett in der Herstellung fertig zu kriegen, um sie dann zu launchen, ist natürlich für uns alle sehr, sehr erfreulich. Absolut, so kann man nicht anders sagen. Außerdem gab es noch ein Thema, was du auch vor allem ganz interessant findest mit den Geschwindigkeiten. Ne? Ich schaue mir die ja immer an, wenn wir halt Schiffsfolgen drehen und die sind halt gerade einem massiven Balancing-Prozess unterworfen, gerade jetzt Cruise Speed auch im Vergleich zu den anderen Schiffen. Da wird sich jetzt sehr, sehr viel ändern, auch von Patch zu Patch wird da mit dem Balancing-Prozess experimentiert. Ich denke, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Geduld haben und sagen, okay, alle Zahlen, die wir sehen, alle Geschwindigkeiten, die wir fliegen, sind nicht fix, sondern werden gerade erst ausprobiert. Denkt daran, wenn ihr eine Anmerkung dazu habt und wenn ihr sagt, oh Gott, das Schiff ist viel zu langsam für seine Art, es ist viel zu schnell, es ist was auch immer, bewegt sich komisch, denkt an den Issue Council, auch wenn kein PTU ist, reportet es, sucht, ob jemand es anders schon reported hat und votet das entsprechend hoch, damit euer Schiff, was ihr gerne haben wollt, wie ihr es haben wollt, auch wirklich zeitnah fertiggestellt wird. Ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Ten for the Chairman war sehr, sehr spannend. Da ist nämlich ein Punkt genannt worden, der auf jeden Fall die meisten Deutschen interessieren sollte. Und zwar geht es um das Streamline der Updates, der neuen Patches. Bis jetzt war es so, dass CIG immer die Pack-Files komplett ausgeteilt hat von dem Bild. Da ist das Problem, dass wir dadurch gewaltige Datenmengen erhalten. Das heißt, dann ist dann plötzlich mal so ein Baustein, der sich ändert, 2 GB groß. Da soll verbessert werden, da soll nachgehakt werden, dass wir inzwischen oder in Zukunft dann, noch nicht, ist es noch nicht so weit, aber in Zukunft an einzelne Files innerhalb dieses Pack-Files rankommen und dass CIG dann in Zukunft nicht mehr so große Bausteine austauschen muss. Hat auch den folgenden Hintergrund, dass wir hier Geld sparen können oder CIG Geld sparen kann, wenn sie nicht solche Massen an Uploads starten müssen.
ganz wichtiger Punkt, gerade für Leute, die jetzt lange, bei uns im Chor gibt es da auch einige, die lange an so einem Patch laden, gerade wenn man 29 GB runterziehen muss bei einem frischen neuen Patch, kaut da die Leitung unter Umständen schon eine ganze Weile dran. Und wenn das natürlich irgendwann ersetzt wird, sodass es wirklich nur einzelne Files betrifft, wird es für alle einfacher. Weiter ging es mit einer Frage, die gestellt wurde dem lieben Chris Roberts in Bezug auf dem Schiff-zu-Schiff-Docking. Wann das kommen wird, kommt das überhaupt, wie funktioniert das? Er hat dazu gesagt, tatsächlich momentan gibt es andere Mechaniken, die größere Priorität haben. Kann man auch verstehen, prozedurale Landung, Shopping-System, Persistence-Update und so weiter. Aber er sagt, es ist eigentlich eine Mechanik, die gar nicht so schwer ist zu implementieren. Sie steht auch auf der Liste, wird aber noch ein bisschen dauern, bis sie da ist. Es ist sozusagen ein Feature, was dann eingereicht wird. Ja, und die dritte Frage, die wir uns rausgesucht haben, die ging zu den eigenen NPCs. Sehr, sehr wichtig. Es wird so sein, dass insgesamt die Plätze für NPCs an Bord von größeren Schiffen begrenzt sein werden. Wenn ich eigene NPCs drauf verlege, werde ich mehr NPCs an Bord nehmen können, als wenn ich jetzt nur angeheuerte NPCs benutze. Das ist für alle ein sehr wichtiges Update. Also gerade wenn man sich überlegt, dass man sagt, ich möchte meine Orion besetzen, habe 6 Crewplätze, die ich auch besetzt haben muss. Wenn die maximale Anzahl von NPCs begrenzt ist, dann kann es durchaus sein, dass man eben nicht das Schiff ganz alleine mit ein paar computergestützten, also mit der KI-Unterstützung fliegen kann, sondern dass man wirklich einzelne Positionen dann entweder selber übernehmen muss oder sich andere Spieler suchen muss. Das hat jetzt zwei verschiedene Seiten. Auf der einen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ein Spielercharakter immer besser agieren wird als ein NPC. Und man wird auch Spielercharaktere brauchen, um NPCs zu überwachen oder zu steuern, ja, Befehle zu geben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich von der Rechenpower, von dem ganzen Star Citizen her, man auch nicht unbegrenzt viele NPCs einsetzen kann. Ja, das ist einfach eine Grenze der Technologie, die er da ankündigt und sagt, also wir werden es nicht schaffen, eine ganze Idris mit einem Spieler und 23 NPCs zu besetzen. Sozusagen. 87 NPCs und ein Captain auf der Javelin. Sowas wird nicht möglich sein, es wird einfach rein technisch nicht umsetzbar sein. Feste Zahlen übrigens, bevor ihr uns jetzt anfangt, hier mit Mistgabeln und Fackeln zu lynchen. Operation Pitchfork. So ist es. Feste Zahlen dazu gibt es noch nicht. Sie sind in der Entwicklung. Es gibt auch noch keine Auskunft, wann die Maximalzeit, Maximalzahl erreicht ist. Von daher werden wir euch einfach up to date halten, wie es da weitergeht. Ja, und von dort aus sind wir von Tench for the Chairman jetzt bei unseren Videos. Und das letzte, was wir gemacht hatten, auf jeden Fall war auch ein Monatsreport, der zum Februar nämlich. Cecilia und ich haben den moderiert und natürlich war da das Hot Topic der Patch 2.2. Ja, ganz wichtig, da gehen wir natürlich darauf ein, was da alles passiert ist im Patch 2.2 und wo die Reise weiter hingeht. Außerdem stellen wir uns ein paar Fragen, zum Beispiel, was denn jetzt mit der Starfarer ist, wo da genau der Entwicklungsstand steht. Wir gucken uns Squadron 42 an, da muss man ja immer zwischen den Zeilen lesen, um irgendwie rauszukriegen, wie es da weitergeht. Und außerdem, welche Schiffe jetzt demnächst in die Pipeline kommen. Schaut also mal in den Monatsreport rein, fassen wir euch auf jeden Fall den Februar zusammen. Wie ging es weiter? Weiter ging es natürlich mit unseren neuen Showcase-Formaten. Das, würde ich sagen, war ein großer Erfolg. Wir haben nämlich die Showcase-Formate zu Schiffen, die noch in der Konzeptphase sind, neu aufgegriffen, haben es verkürzt und stellen euch hier schon mal die berühmtesten Schiffe vor, sprich Javelin und Idris. Die haben wir schon bearbeitet und geben euch einen Überblick dahin, was das Schiff für eine Rolle hat, was die Aufgaben sind und was für Features das Schiff mitbringt. Richtig. Denkt daran, das ist noch Konzeptphase. Das heißt, wir präsentieren euch da tatsächlich noch Dinge, die sich jederzeit überall noch verändern können. Aber dafür ist es eben ein Showcase und da ist gerade zuletzt die Javelin halt ganz in den Fokus gerückt und sehr, sehr beliebt auch unter den Leuten, sich das anzuschauen, weil es ja tatsächlich auch das größte Schiff ist, also größte Kriegsschiff ist, was Spieler tatsächlich besitzen können. Und ich verrate schon mal eine Sache hier an der Stelle. Nein, die Javelin ist kein Transporter. Danke, guter Hinweis. Wir gehen weiter und zwar zu unserem letzten Let's Play und das war die PI Wanted Mission, die wir im 2.21 Patch gespielt haben. Da war der Dozer auch wieder mit am Start. Nee, stimmt gar nicht, das waren nur wir beide, ja, fällt mir gerade auf. Genau. Das waren nur wir beide, richtig. Plus das Chor natürlich. Plus das Chor und da fiel mir nämlich jemand anderes ein, dem wir da auf jeden Fall mal, dem ich persönlich danken muss, damit ich mich nicht selbst verlaufen habe auf der Kovalex Station und das ist unser Member Chuck Morris. Du hast da nämlich die Führung übernommen und mich da nicht nur durch die ganzen Gänge geführt und gesagt, wo ich hin muss. Du hast auch noch die ganze Geschichte dazu erklärt. Also von daher, super Sache. Ja, absolut. Hat er professionell gemacht. Der Touristenführer führt Sawyer durch die Kovalex Station. Das war sehr bezaubernd. Schaut es euch an. Mir hat es gut gefallen, auch wenn ich da jetzt eher, sage ich mal, die absichernde Rolle gespielt habe. Aber hey, Leute, ich habe niemanden, ich habe keinen Friendly Fire gemacht. Ich habe niemanden im FPS erschossen. Das musstest du jetzt nochmal loswerden. Ja, finde ich gut. Bin ich besser mich, ja. Finde ich super. Ja, und wir gehen doch noch weiter und schaut auf
auf jeden Fall da mal rein in die Let's Plays entsprechend. Und ansonsten gehen wir weiter zu Twitch. Da ist nämlich wieder der Donnerstag am Start. Das ist dann der 17.3. Da sind wir wieder live für euch da. Ich hoste da Let's Crash live auf Twitch um 20.15 Uhr. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst so im März mit euch vorhaben auf Twitch, dann geht einfach auf unseren Channel. Da findet ihr im Banner den ganzen Zeitplan. Also der Twitch-Channel, selbstverständlich, ja, ne? Genau, den Twitch-Channel, so ist es. Ja, und zum Schluss gehen wir noch in die letzte Kategorie und das ist Interaction. Da haben wir gefragt, wie der letzte Patch euch gefallen hat, ob ihr ihn getestet habt. Das war jetzt aber der Patch 2.2. Ja, so genau, ist es. Genau, der quasi letzte Patch davor. Und da gab es eine sehr, sehr spannende Möglichkeit auszuwählen. Einmal yay, joa, meh oder wat. Also von wegen, was für ein Patch, was sind Patches eigentlich? Ja, genau. Und interessanterweise waren die größte Gruppe war joa, getestet, war gut, mhm, ja. Die kleinste Gruppe war die What-Gruppe und 33% waren yay und mehr waren 12. Genau, also im Grunde genommen kann man sagen, grundsätzlich zufrieden waren die meisten, über 50% mit der Sache. Total begeistert waren knapp, war ein gutes Drittel der Leute und der Rest verhält sich dann in Richtung, naja, da geht noch was oder ich weiß gar nicht, von welchem Spiel ihr redet. Sehr schöne Sache, Leute. Star Stables? So ist es. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir freuen uns dann, wenn Cecilia wieder zum Team dazustößt. Von da gute Besserung von uns. Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt dran, abonniert unseren Channel, liked und disliked uns, schreibt uns Kommentare und entsprechend Feedback zu unseren Sendungen. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck.